in 13 Jahren. Bei mir ist hier wirklich. Ich hoffe, man hört das nicht zu dolle mit dem beim Mikro. Ist ja bei mir hier überall Blitz einschlagen und Donner. Solange der Blitz nicht ins Mikro einschlägt, geht's ja noch. Wobei das auch eine beeindruckende Leistung wäre. Das wäre jedenfalls auf jeden Fall ein sehenswerter Stream. Ich weiß nicht, ob der Stream das dann durchhält. Ja gut, ich glaube, aber dann wärst du direkt bei Twitch Clips Germany drin. Wüsste nicht, ob der Stream dann noch weiter besteht, ob das dann. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn das ein Packet Blitz bei mir Blitz in das Mikro hier. Ja, ich glaube nicht, dass das Packet, der PC es noch schafft, das Packet rauszuschicken. Könnte schwierig sein. Na gut, wenn es nur das Mikrofon trifft. Ja das gut. Hängt so dezent so an kleineren Teilen am PC dran. Weißt du, was für eine Energie in so einem Blitz drin steckt? Also wenn das Mikrofon röstet, dann röstet das nicht nur das Mikrofon. Das dann, glaub mir, dann ist auch alles, dann ist auch sind auch andere Sachen kaputt. So ein Blitz, der beschränkt sich nicht aufs Mikro. Oh, ich hab ein Skelett. Hast du mal versucht, mit dem zu reden? Ich hab ein Skelett auf meinem Haus. Hast du nicht gut ausgeleuchtet? Jedenfalls nicht auf dem Haus. Doch, der ist doch dort auf dem Hof. Der ist ausgeleuchtet. Das ist der große Platz, der Vorplatz, der von drauf ausgeleuchtet wurde. Ist aber an der dunklen Ecke gespawnt und dann dahin gelaufen. Vermutlich. Und was hab ich jetzt hier gemacht? Pferde. Hallo, Pferde. Oh Gott. Können wir mal schlafen gehen, damit das Skelett hier vielleicht verschwindet? Fällt schwer, ich habe kein Bett. Ja, und ich muss gerade irgendein Skelett töten, verdammt, das mich angreift. Wo ist das denn? Oh. Das ist bei mir am Haus. Ach, hier! Nein, das stand neben mir. Glas. Und weiter geht's. Ein Mesa-Biom. Der eine erkundet, der andere trägt bergab und der letzte versucht, ein Haus zu bauen. Ey, ich suche gerade Materialien für den Hausbau. Mhm. Oh, und ich sehe einen Creeper. So, jetzt ist mein Haus endlich fertig hier. Und ich habe Schwarzpulver und keinen Platz im Inventar. Ich habe Schwarzpulver. Hurra. Ich hab Redstone. Ich brauche jetzt erstmal eine Kiste. Okay, da ist gerade ein Enderman neben mir gespawnt. Viele Kisten kriege ich raus. 5 Stück. Ja, 5 Kisten. Kisten müssten reichen. 5 Kisten? Ja, dann schläfst du bequem. Ja. Mhm. So. Da kommt das ganze Feuerzeug rein. Nur Schmutz in meinem Inventar. Mach mal sauber. So, hier kommt das Ganze. Aua! Scheiße! Ich hab's gehört. Verdammt! Wie hat der Creeper es geschafft, nicht die Kiste zu treffen? Das Eisenzeug sollte ich vielleicht in die Kleine packen. Tja. Jetzt habe ich ein bisschen Glas. So. Auf Vorrat in der Kiste. Das ganze Stein-Schwachsinn rein.
Na komm, das letzte Stück Glas. Hurra, mein Holz hat genau dafür gereicht. Und hier oben kommt das letzte Crafting-Zeug rein. Jetzt habe ich 11 Glas, falls ich das mal brauchen sollte. Irgendwo für. Oder dich. Ein wenig Glas hat noch nie geschadet. So, und was machen wir als nächstes? Was ist unser nächstes Projekt? Nächster Biome, langweilig. Hey, Modif. Ich bediene mich mal an Weizen, vielleicht kann man da mal Brot draus machen. Nimm dir so viel Weizen, wie du willst und pack die Setzlinge einmal aufs Feld wieder und den Rest in den Komposter. Okay. Ach, schön sie zu beobachten. Gerade, sie haben bei uns neben im Haus die Straße zugemacht. Oh nein. Das ist halt so eine Bundesstraße. Und jetzt fahren dauernd irgendwelche Leute bei uns in die Seitenstraße halt rein, bei dem Hof, auf dem ich wohne. Geil. Und das kleine Problem ist, es ist halt eine Sackgasse und die führt nirgendwo hin. Tja, dann kommen sie gleich wieder zurück. Sprich, es kommen sehr viele Leute rein und fahren dann wieder zurück. Das Schöne ist, als ich kam gerade nach Hause, da haben die Straße vor 10 Minuten zugemacht. Und dann sind dann mir halt ein paar Leute hinterhergefahren, weil sie meinen, oh, der scheint sich hier auszukennen, der fährt bestimmt eine Abkürzung. Und dann dieser schöne Moment, als ich dann auf meinen Parkplatz vor meinem Haus zog und zwei sehr irritierte Autofahrer nur noch hinter mir standen. Ich habe jetzt zwei Knochen. Die über ihr Leben dachten und wieder weggefahren sind. Ich habe jetzt zwei Knochen und einmal Knochenmehl. Ja, schön. Gottchen, ich sollte echt wieder eine DIN-Map installieren, aber die verbraucht so viel Speicher. So, Weizen. Und hier fehlt noch, ach egal. Immerhin habe ich jetzt endlich mal ein Meer gefunden, das macht das Ganze schon mal etwas einfacher. Und ich habe schon fast eine Ebene, mit der man arbeiten kann. Gut. Weizen, ja. Das können Sie auch bestimmt was kochen. Währenddessen bin ich mittlerweile 3000 Blöcke weit weg. Kann ich daraus jetzt was packen? Ich habe fast drei Blöcke abgebaut. Muss das jetzt in den Ofen schmeißen, das Weizen, oder? Nein, du machst drei Weizen zusammen, dann hast du ein Brot. Drei Weizen in einer Reihe. Tatsache. Kann man dann noch was anderes draus machen, oder? Man kann Kuchen machen, aber dafür brauchst du ein paar andere Sachen noch. Okay, dann mach ich erstmal Brot. Und man könnte Zucker, einen Milch, Block Weizen machen. Warte, Zucker, Milch und Weizen, ja. Dann mach ich erstmal Brot. Ich mach erstmal Brot. Kleines Update. Der Creeper hat es nicht geschafft, die Kiste zu treffen, sondern den Crafting Table, der direkt daneben stand. Hey. Ich habe keine Ahnung wie. Ein Hoch auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist wohl wahr. Tja, 6 Brot. Zwei Pickaxes dann. Das reicht doch erstmal. Kann ich fast sagen. Könnte auch einer aus Eisen machen. Gutes Brot. Dann ist dieser ganze scheiß Ozean nur von Mesa-Biomen umgeben. Oh nee, da sind Extreme Mountains. Das ist auch schon mal chillig. Die Truhen sortiere ich jetzt mal nicht. Irgendwann muss ich echt mal mir selbst einen Weltgenerator für Minecraft schreiben. Oh, das ist ein Schaf. Wieso? Ist der jetzt dabei ist, dir nicht gut genug? Ja. Schade. Naja, mal gucken, was die vernünftige 1.17, wenn sie denn irgendwann mal rauskommt, dann bringt. Wahrscheinlich absolut nichts. Ah, ja, sie haben ja scheinbar den ganzen Weltgenerator von null auf neu aufgesetzt. Wie kann man eigentlich hier, wie macht man denn was zum, hier so einen Faden, womit man das Schaf dressieren kann? Faden kriegst du, wenn du Spinnen verklopst. Kannst du eine Schere, die habe ich in meiner Eisenkiste liegen. Schwarzeiche! Ja, ich will das an mein Haus fesseln, das Schaf. Ach so, eine Leine. Ich glaube, eine Leine braucht. Leine war, glaub, Faden und Schleim.
Faden und Schleim. Okay, ich vielleicht. Das war irgendwas mit Leder. Wo krieg ich Faden und Schleim her? Faden von Spinnen und Schleim. Okay, da muss ich, glaube ich, mal in eine Höhle runter, oder? Die Schleim findest du im Sumpf. Eine Spinne muss. Eine Spinne höre ich doch hier schon. Mach doch hier. Spinnen sind absolut nicht selten. Das ist doch mal eine Ebene hier. Ich höre eine Spinne, aber ich sehe sie nicht. Ich habe Schwarzeichen. Yay! Mhm. Ich muss doch nur 3500 Blöcke weit weg dafür. Das ist ja gut. Soll ich den ganzen Platz hier aus Erde machen oder reicht mir Stein? Ich glaube, ich pack überall Erde rein. Wo bin ich denn hier hingeraten? Wo denn? Was hast du wieder gemacht? Und ich habe keine Spitzhacke mehr dabei. Ah, eine Mine also. Wo ist meine Spitzhacke? Muss mir wohl erstmal eine neue machen. Na komm, hier hoch. Na, ein, zwei Blöcke Holz wären hier auch nicht schlecht. Sieht noch unfertig aus, das Röhrs. Autsch. Mein Licht. So. Ich hatte doch in der letzten Folge ziemlich viel Eisen. Was ist denn hier? Warte, wo haben wir den Scheiß, ey? Das muss hier brennen, aber dafür brauche ich Holz. So, ich muss mal wieder ein bisschen Dreck farmen. Das ist Holz. Holzi, Holzi, Holz. Was denn Baum? Und ich habe Äxte. Ich habe zwei Steinäxte. Schon langsam wird es wieder hell hier bei mir. In real life. Ah, Gewitter hat sich. Das Gewitter ist schnell vorbeigezogen. Dafür zieht es bei mir gerade zu. Ah, so schnell rüber bei dir. Husch, husch. Wusste nicht, dass das Gewitter so schnell bei dir verzieht. Bei mir ist ja halt noch da. Das ist ja fast. Ist ja noch nicht ganz weg. Ist wahrscheinlich eine sehr große Wolke. Ja. Okay. Oh. Das sind immer die besten Momente. Es ist Tag. Zoll, 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 Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Das ist ein Schaf. Komm zu Daddy. Und geschoren. Was macht man denn mit. Was macht man denn mit den ganzen. Mit der ganzen Wolle? Wolle. Wolle ist doch schon Wollblöcke. Kann man die irgendwie rot färben? Dann kann ich mal ein rotes Bett machen. Ja, kannst du. Ja, kannst du. Ja, aber wie? Du brauchst halt roten Farbstoff. Dann kriegst du aus roten Blumen zum Beispiel. Das ist da nicht schon eine? Ich hatte eine blaue Blume. Eine blaue Orchidee habe ich. Dann kannst du blauen Farbstoff machen. Klopfst du, glaube ich, in den Ofen und dann hast du blauen Farbstoff. Das müsste ohne Ofen sogar gehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war einfach nur die Blume ins Inventar und dann craften. Ich kann mal kurz gucken, ich okay. Habe gelbe Blumen gerade dabei. Jo, einfach nur ins Inventar. Ich habe jetzt gelben Farben. Ich habe sogar einen Faden. Wo habe ich einen Faden her? Da fehlt ein Holz für. Irgendeine Spinne aufs Maul gehauen. Ich glaube, ich habe gar keine Spinne umgebracht. Das sieht die Spinne anders. Das ist ein Punkt, den kann ich nicht widersprechen. Rosa Bett? Blaues Bett? Nee, geht nicht. Was wolltest du denn im Bett einfärben? Farbstoff. Ah, doch, das ist blauer Farbstoff. Okay. Falls irgendwer Stein braucht, ich habe sehr viel Stein.
Ah, da brauche ich mein Bett noch für. Blaues Bett. Hellblaues Bett. Nee. Das rote Bett ist natürlich viel toller. Soll ich nochmal machen? Ach ja, ich wollte Erde. So, ich wollte jetzt nochmal eine Schaufel machen. Reicht das vielleicht schon für eine Spitzhacke? Ich hab doch hier Sticks. Das ist nicht die Werkbank. Holz. So, komm, ich gehe jetzt, mal Erde farmen. Spitzhacke. Der Berg da hinten, der sieht doch nach Erde aus. Nicht viel, aber. So. Ja, das hier kann ich doch abtragen. Ich kann keinen Eisenklumpen machen. Was bringen denn Eisenklumpen? Eine Laterne zum Beispiel. Okay, mach ich nochmal ein Schwert. Ja, der Berg sieht zu gut aus. Schwert ging so. Ah, okay. Alles klar. Ein Stick. Und Eisen. Aber die Ebene hier kann ich doch ein bisschen begradigen. Hurra. Mir mal ein bisschen Musik an. Ja, Musik ist gerade auch hier nicht so. Hast du Platten? Nein, ich mache die Musik hier aus und lass meine Stream-Playlist laufen. Na, es ist halt schwierig, im Stream Musik einzuspielen. Nein, es gibt ja auch Player dafür. Ja, oder du nimmst einfach eine von den Playlists, die es sowieso gibt, die streamsicher ist. Ah, ich weiß nicht. Es gibt ein extra Internetradio, was im Endeffekt zum Beispiel nur streamsichere Musik raushaut. Ich würde eh gleich mal eine Pause machen und mal Kaffee holen gehen. Und dann kann ich ja mal die Playlist raussuchen. Molly, du hast sie mir noch irgendwann mal geschickt. Du musst sie mir nochmal wieder schicken. Die eine Playlist? Ja, die habe ich gerade hier offen. Kannst du mir mal zuschicken, dann kann ich dir gleich anmachen. Jo, Moment. Spricht, glaube ich, nichts dagegen. Wenn da gutes Zeug drin ist. Halt Videospielmusik. Ja, wenn es zu nervig ist, dann macht das doch, ich mache ihn ja so entspannt aus. So, Eisen machen. Kann einfach singen, dann geht das schon. Ja. Ja. Ich habe jetzt die Playlist laufen. McDonald's, ich liebe es, was? Keine Werbung hier. Außer McDonald's gibt uns Geld. Nee, selbst dann nicht. Na. Doch, für Geld würde ich alles machen. Für Geld würde ich dir sogar Nestle. Nee, danke. Ich habe Prinzipien. Wir wissen doch beide, dass Modi keine Prinzipien hat. Das ist, nicht, wenn es ums Geld geht. Auch generell nicht. Ja, doch so ein bisschen. Generell nicht. No shame, no shame. Ah, jedem seins. Das ist einfach, das soll er machen. Für Geld mache ich alles. Ein Fick, 10 Euro? Was? Häng eine Null dran und selbst da wäre ich dabei. Für Prof. Okay, dann den Preis notiere ich mir mal. Seht euch nach Corona, nach der Gamescom dann. Während der Gamescom. Auf der Gamescom. Auf der Gamescom, du bist dran. Auf dem Fortnite-Stand. Vor dem Fortnite-Stand. Ganz genau. Nein, ich meine auf dem Fortnite-Stand.
Und dann lassen wir die Kondome davor liegen. Was? Muss ich schon wieder was rausschneiden aus den Parts oder was? Nur die besten Gespräche. Nicht. Ich schneide ungern Minecraft-Parts. Ich schneide ungern Minecraft-Parts, da lasse ich am liebsten alles drin. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte Holz. Habe ich nicht mehr. Ach egal, bleibt das Haus jetzt so. Das ist doch dieses Dreckshaus. Das ist zwar kein Dreckshaus mehr, aber ist halt hier oben jetzt ein paar Klötze. Wie viele Stacks brauche ich eigentlich? Ach gut. Ja, alle. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Streampause. Gehe mir mal einen Kaffee holen. Viel Erfolg dabei. Und dann mache ich dann die Musik dann wieder an. Die Musik-Playlist, die Mama die geschickt hat. Okay. Na dann. Und seid ihr schon mit euren Schlössern fertig? Während ich hier Pause gemacht habe. Es wird. Also meine Rasenfläche ist ordentlich gewachsen in der Zwischenzeit. Also ich habe mittlerweile fast genug Holz. Machst du ein Schloss aus Holz? Nee, ich baue ein Gasthaus. Oh, der Brunnen sieht auch nicht schlecht aus. Was macht man damit, wenn es fertig ist? Der Brunnen ist zur Deko da und außerdem ein Cobblestone-Generator. Ach so. Sieht einfach nur hübsch aus. Ja, und du kannst halt Steine damit farmen. Wieso sollst du Steine damit farmen wollen? Wenn du zu faul bist, da jetzt in die Mine zu gehen? Ja. Das Ding meinte ich hier, aber das ist ein bisschen klein, das müsste man vergrößern. Das meinte ich vorhin hier, dieses Dings hier. Sieht so, das hat schon so ein bisschen die Form, das müsste man noch anpassen. Könnte man nur oben dann. Was für ein Ding? Dann kann ich nicht, hallo? Hier oben auf dem Berg. Hier. Ich sehe keinen, ich bin hier gerade allein. Mensch, Molly. Ach das Ding. Ja, gut. Das Ding, es hat mich so ein bisschen mit viel Fantasie an den Millennium Falcon erinnert. Man dann hier noch so den Klotz wegbaut und das so ein bisschen so aussehen lässt, als ob das auf so einer Halterung drauf sitzt irgendwie. Könnte man was draus machen. Das ist dann. Ich denke, das sehe lustig aus, wenn da so ein. Oh, ich habe einen Lama. Hier ist ein Lama. Das ist schön für dich. Wie war nochmal hier die. Wie macht man eine Leine? Ich muss das Lama erstmal zähmen. Ja, Schleim und Schnurrbart, glaube ich. Ich habe immer noch keinen Schleim gefunden. Da muss man in den Sumpf rein. Ist das der Sumpf dort? Das sieht ziemlich sumpfig aus dort. Ich glaube nicht, dass wir einen Sumpf in der Nähe haben. Das sieht hier ziemlich sumpfig aus. Würde ich sagen. Und die Streamplay, das läuft im Hintergrund, Jungs. Aber was ist das hier für ein Biom, wenn das kein Sumpfbiom ist? Nicht, wo du bist. Ach, Mordi. Ja, soll ich dich dauernd überwachen oder was? Ich habe hier vor, eine Ebene reinzubauen in den Berg. Also. Entweder ist das hier ein Goldblock oder. Oh, okay, hier ist Obsidian. Ach, du bist bei dem Portal. Das ist ein Portal. Das wird wahrscheinlich dann ein Portalrest sein. Ah, da ist ein Goldklumpen oben drauf. Ja, dann wird das wahrscheinlich ein Portal sein. Soll ich das mal abbauen? Das Obsidian kann ich offensichtlich noch nicht abbauen, aber. Nee, dafür brauchst du eine Diamantspitzhacke. Ein Goldklumpen kann ich abbauen. Ja, den Goldklumpen kannst du abbauen. Ein Goldblock. Ich wüsste nicht, wozu du einen Goldblock brauchst, aber klar, abbauen kannst du. Ein Magma-Block. Hurra. Das können wir auch abbauen. Magma-Blöcke sind, glaube ich, cool für Aufzüge. Ich hole mal ein paar Magma-Blöcke. Mach das. Sind zwar unter Wasser, aber. Ach, ich hätte mal drauf. Du bist unter Wasser. Du willst sowas von drauf gehen. Wieso das? Wenn du gerade tauchst und da ist ein Magma-Block.
Das wird nicht gut enden. Ich tauch doch mal wieder auf. Du kannst doch auftauchen? Ja. Das ist ziemlich weit an der Oberfläche. Ach, okay. Normalerweise kommen die dich einfach komplett drunter. Ist fast von der Oberfläche erreichbar. Das ist nur 2 Meter unter der Wasseroberfläche. Auch das Portal ist unter Wasser. Du musst fast nicht tauchen dafür. Ich glaube, dass wir unter Wasser spawnen können. Was? Magma-Blöcke? Hm. Nee, diese... Nether-Portal-Reste. Doch, ja, die können überall spawnen. Ich hab doch hier eins unter Wasser. Ja, aber ich wusste nicht, dass die auch unter Wasser spawnen können. So, jetzt habe ich 12 Magma-Blöcke. Da ist noch ein 13. Falls wir die mal brauchen. Tintenfisch mit Spitzhacke verkloppt. Neue Rezepte freigeschaltet. Okay, ich habe jetzt 13 Magma-Blöcke. Cool, und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, fast 7 Stacks an Stein. Okay, es scheint Obsidian zu sein. Netherrack. Oh, hier gibt's Netherstein. Ja, klar. Auf dem Boden. Ich habe 2 Netherstone. Oh, hier ist Schleim. Hier ist Schleim. Ja. Oh Gott. Ich kämpfe. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Oh. Schleim. Ganz großes Schleim. Was mit dem Zombie? Oh, kleine Schleims. Die vermehren sich. Witzig. Das vermehren die sich. Wir haben gerade Delfine das Boot geklaut. Und Zombie. Und dann haben sie es mir wieder zurückgeworfen. Also das alte Boot. Nicht ja, das Boot selbst. Hilfe. Witzig. Hatte ich noch nicht. So ein Dreck. Echt? Die spielen doch dauernd mit ihm. Ich muss mein Zeug mal wiederholen. Ich hab das Zeug mit dem verloren. Ich hab mit den Delfinen bisher noch nicht so viel zu tun gehabt. Mein Zeug. Kannst du es mal Tag werden lassen? Ich bin der von uns, bin der die ganze Zeit zu Hause ist und baut. Kannst du mal Tag werden lassen, Prof? Ich sehe hier nichts, ich muss mein Zeug wiederfinden. Prof! Ich brauche deine Hilfe. Da drüben war mein Zeug irgendwo. Es darf nicht despawnen. Schade. Dankeschön. Mein Zeug verschwindet doch nach einer Weile, oder? Dein Zeug verschwindet, wenn es geladen ist, also der Bereich der Map innerhalb von 5 Minuten. Okay, da liegt es, das Zeug. Mein Zeug. Sehr schön. Oh, da ist eine Truhe unter Wasser. Passend dazu SpongeBob-Musik gerade im Stream. Oh, Goldklumpen. Muss aufpassen, dass ich nicht ertrinke. Oh, ein Wasserzombie. Ist ertrunken. Boah, komm doch selber raus. Das bin wohl ich dann. Nein, das ist ein Unterschied. Wenn du einen Zombie ins Wasser schmeißt, wird er zum Ertrunkenen, also ist es ein Wasserzombie. Na komm her. Sehr schön, Wasserzombie besiegt. Ey Zwergi, du wolltest doch rote Farbe, oder? Ja. Ey! Ich bin nämlich gerade jetzt in einem Blumenbiom und könnte dir ganz viele rote Blumen mitbringen. Bring mir was Tolles mit.
Was habe ich denn damit? Na, wo muss ich Platz machen? Ah, da muss ich Platz machen. Übrigens, Seppi hat sich entschuldigt in der Pause bei mir. Ja. Der kommt heute nicht mehr. Ja gut, dann nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Das war's dazwischen gekommen. Oh, eine Feuerkugel habe ich gefunden. Obsidian. Zwei Obsidian. Und Feuerstein. Sehr schön, in der Truhe war wertvolles Zeug drin. Ich glaube, du hast einen Wassereimer mitgenommen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe hier blaue Blumen. Ich bin hier gerade im Blumenbiom. Ich könnte theoretisch alle möglichen Farben hier mitbringen, wäre nicht mein Inventar voll mit Holz. Ich habe 18 Schleimball. Also ich bin jetzt gerade... Ich halte mich dauernd aus Versehen auf Kreativmodus. Ah! Ich sehe es. Ich wusste nicht mal, dass diese fucking Kombi existiert. F3 und F4 zusammengedrückt. Wer zum Fick denkt sich sowas aus? Diejenigen, die es programmiert haben anscheinend. Ja, offensichtlich. Okay,